Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Archetypische Kosmologie. Heute Dr. Habil Gustav Adolf Schöner von der Universität Hannover im Dialog. Er ist mit dieser Schrift, die ich gleich vorlesen werde, Gustav Adolf Schöner, Astrologie in der europäischen Religionsgeschichte, Kontinuität und Diskontinuität, habilitiert worden und hat eine Venia Legendi an der Universität Hannover aufgrund dieser Habilitation. Herr Dr. Schöner, worum geht es dabei? Wesentlich richtet sich dieses Buch an Religionswissenschaftler. Okay. Und da muss man jetzt also auch natürlich die Religionswissenschaften in ihren heutigen Anliegen verstehen. Erstes Mal ging es darum, aufzuzeigen, dass die Astrologie in den Kontext religiöser Weltbilder gehört und nicht einer falsch verstandenen Naturwissenschaft, wie das häufig kolportiert wird. Das war also ein Anliegen, religiöse Weltbilder. Das müsste man jetzt genauer natürlich erklären, was daran das religiöse Weltbild ist. Das zweite Anliegen war auch zu zeigen, dass es eine gewisse Kontinuität gibt, und zwar von den Anfängen, die annähernd 5000 Jahre zurückliegen, bis in die Gegenwart. Auch das ist in der heutigen Religionswissenschaft eher umstritten, davon auszugehen, dass also tatsächlich, also auch große Religionen meinetwegen, dass die tatsächlich eine Kontinuität aufweisen, dass man heute von zum Beispiel dem Buddhismus sprechen kann oder dem Christentum sprechen kann oder eben der Astrologie sprechen kann, weil eher die Tendenz da ist, die Dinge im Kontext, im kulturellen und historischen Kontext zu sehen, als Ausdruck einer eben nur in einer bestimmten Zeit zu verstehenden Sprache sozusagen. Das war also ein Anliegen, das zweite Anliegen, ja, also die Kontinuität nachzuzeichnen. Okay, Sie haben ja in Ihren Überblicksvorlesungen Religionsgeschichte und Religionswissenschaft im Internet einiges dazu auch ausgeführt. Die haben wir auf unserer Seite Astrologie-Seminar. Sie sind in der Seite Astrologie-Seminar.de von A bis W. Dort gibt es die Links zu Ihren Vorlesungen. Da habe ich mir ein paar Sachen aufnotiert, bevor wir zu Ihrer Habilschrift selber kommen. Astrologie, diffuse Religion. Was meinen Sie eventuell damit? Diffuse Religion ist ein Begriff, der nicht von mir stammt, okay. Den ich auch für nicht besonders glücklich halte. Wenn ich den verwendet habe in Vorlesungen, was ich jetzt nicht dann mehr genau weiß, ja. Dann würde ich das also zumindest kritisch sehen. Diffuse Religion meint eigentlich keine, also Religionen, die in einem Feld da sind, das keine klaren Lehrsysteme vermittelt, also dem sozusagen der Zusammenhalt, die Organisation ein Stück weit fehlt. Okay. Würden Sie Astrologie in den weiten Bereich der Esoterik einordnen? Also zumindest hat es esoterische Elemente. Okay. Ne? Wenn man also Esoterik definiert als ein Wissen, das mit herkömmlichen Mitteln nicht zugänglich ist, dann gehört die Astrologie dazu. Und der Begriff Divination kommt in Ihren Überblicksvorlesungen auch vor. Ist Divination sowas wie Religion? Also Divination kann Teil eines religiösen Weltbildes sein. Es muss nicht zu Religionen gehören. Es gibt auch Religionen, die ohne Divination auskommen. Aber es ist zumindest ein Teil, und zwar auch deshalb, weil Astrologie, was ich vorhin schon sagte, ein religiöses Weltbild voraussetzt. Das heißt eben auch Kräfte, Dinge voraussetzt, die wir mit normalen, rationalen, empirischen Mitteln nicht erreichen können. Und Divination meint ja, dass man sozusagen transzendente Kräfte irgendwie überträgt, umsetzt in eine Sprache, die wir verstehen können. Wenn man den Diskurs, sage ich jetzt mal vorsichtig, man könnte auch die Hexenjagd sagen, wenn man es aus einem bestimmten Blickwinkel her versteht, wenn man den Diskurs in der Religionswissenschaft sich anschaut zwischen Phänomenologen und Funktionalisten, welche Seite hat es leichter mit der Astrologie und warum? Ja, ich würde nicht sagen, dass es eine Seite wirklich leichter hat.
oder auch schwerer hat. Sie haben beide die Möglichkeiten, sich mit der Astrologie zu befassen. Also die Funktionalisten können natürlich genauso, und das gibt es ja auch, können genauso sich mit dem Gegenstand Astrologie befassen, weil sie dann eben die Funktion der Astrologie in einer bestimmten Gesellschaft, in einem gesellschaftlichen Kontext untersuchen können. Okay. Ja. Die Phänomenologie hat einen anderen Zugang. Die Phänomenologie unterstellt ja gewissermaßen ein religiöses Wissen, ja, das auch in einem gewissen Grade wissenschaftlich bearbeitbar ist. Mhm. Ja. Und insofern wäre der Zugang der Phänomenologie zum religiösen Gehalt sozusagen das, was die Astrologie darstellt, leichterer natürlich. In einer Ihrer Vorlesungen gehen Sie auch auf Niklas Luhmann und seine Systemtheorie ein, unabhängig davon, dass er schwer zu lesen ist. Würden Sie die Gedankengänge von Luhmanns zur Systemtheorie, wo ja auch Religion als System erklärt wird, würden Sie sagen, Luhmann kann fruchtbar gemacht werden für die Diskussion um die Astrologie? Na sicher, kann er das. Also in dem Moment, wo die Astrologie ein Sinnsystem darstellt, das kann es ja sein. Das kann es ja sein, also von Astrologen wird das ja auch so, so verstanden. Also Astrologie kann Frage nach dem Sinn des Lebens und so weiter, kann sie zumindest ansprechen. Ob sie das wirklich klären kann, das ist eine zweite Frage, aber sie kann es ansprechen und sie kann Sinnantworten auch anbieten. Ne, bis einem gewissen Grad. Und da muss man natürlich auch sehen, welche Astrologie jetzt, welche Richtung innerhalb der Astrologie gemeint ist. Dann gehen wir jetzt mal direkt in diese starke Habilitationsschrift, 257 Seiten. Ich springe jetzt richtig hinein in den Text. Für die Zuschauer der Hinweis, ich empfehle das Buch natürlich komplett zu lesen, aber unsere Zeit heute schließt es aus, dass wir jetzt jede einzelne Seite dieser Habilitationsschrift durchgehen. Ich habe mir einige Highlights gegelbt, wie man so schön sagt, und ich fange mit Seite 90 an. Da habe ich mir gegelbt, je nachdem, waren die Sterne Anzeiger oder Bewirker in der Historie der Astrologie? Ich wiederhole es nochmal. Je nachdem, waren die Sterne Anzeiger oder Bewirker? Und dann kommt gleich weiter noch Gestirnwirkungen und Analogien. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Kontext ich das geschrieben habe. Ich habe es jetzt nicht auswendig parat. Okay. Thomas Ring. Aber es ist natürlich jedes in der Astrologie seit jeher darum, bewirken die Sterne etwas oder zeigen sie etwas an. Unterstellt man das Bewirken, kann man davon ausgehen, dass irgendein kausales Verhältnis den Wirkungszusammenhang erklärt. Ja? Also die Sonne bewirkt, dass es im Frühling wieder warm wird und so weiter. Und ebenso müsste das dann auf die Astrologie übertragen so sein, dass bestimmte Charaktere beeinflusst werden, eben durch Einwirkungen von den bestimmten Stirn. Das ist das eine, und das andere, das System gewissermaßen der Analogie, das aber auch schon genauso alt ist, wie die Vorstellung, dass Stirne etwas bewirken, würde etwas anderes setzen, würde einen Wirkungszusammenhang setzen, der kausal nicht erklärbar ist. Und dann müsste man natürlich fragen, wie ist dann dieser Wirkungszusammenhang denn tatsächlich substanziell oder wie auch immer vorhanden. Also was ist das Wirkende da drin? Ja, was ist das, wenn wir von Analogie sprechen, dass also weit entfernt irgendwo etwas passiert, was eine Analogie zu dem hat, was hier in unmittelbarer Nähe bei uns passiert. Das geht letzten Endes auf ein physikalisches Problem, läuft das hinaus, nämlich die Fernwirkung. Wie erklärt sich überhaupt Fernwirkung? Das ist ja, soweit ich das beurteilen kann, in der Physik bis heute nicht so ganz richtig geklärt. Und da ist also sozusagen diese Analogie ist letzten Endes ein Mittel, das man konstatieren kann. Man kann konstatieren, es gibt eine Analogie zwischen zwei verschiedenen Ereignissen. Man kann aber nicht erklären, wie die Verbindung tatsächlich zustande kommt. Und hier setzt dann eben auch das Religiöse sozusagen der Weltbilder ein, dass es also Kräfte geben muss, die in einer gewissen Weise diesen komplexen Zusammenhang der Analogien irgendwie koordinieren, zusammenhalten.
Mir ist aufgefallen, wenn ich das richtig rekapituliere, Sie haben Thorvald Ditlevsen und Nikolaus Klein nicht in ihre Literatur verarbeitet. Mhm. Die sind ja in der Esoterik-Szene sehr bekannt für dieses Phänomen Anzeigen. Mhm. Sterne zeigen an, bewirken nicht, haben sich klar positioniert. Die Sterne sind wie so ein Thermometer, die zeigen nur die Temperatur an, aber sie bewirken die Temperatur nicht. Und Sie haben auch ein Buch dazu, das senkrechte Weltbild. Hatten Sie einen bestimmten Grund oder war das aus Versehen, dass Sie Ditlevsen und Klein nicht berücksichtigen wollten oder hätte das die Habilitation gefährdet? Also nee, auf keinen Fall. Sicher, das glaube ich nicht, dass da irgendwas gefährdet worden wäre. Mir ging es, also der Vorwurf ist häufig gemacht worden, dass viele wichtige Dinge fehlen würden. Ah, okay. Ich habe das auch am Anfang dann erklärt, warum ich bestimmte Sachen rausgelassen habe, die möglicherweise auch mit zu berücksichtigen wären, wenn man jetzt also ein umfassenderes Werk darüber schreibt. Mir ging es jetzt nicht darum, also dass das in der Gegenwart der Astrologie diese Analogie präferiert wird, das ist nicht auf der Hand. Das muss man nicht in vielen Beispielen erklären. Ich habe es versucht, also mit einem Vertreter, mit einem wichtigen Vertreter der gegenwärtigen Astrologie zu begründen, nämlich mit Thomas Ring. Und ich meinte, das genügte, um sozusagen das Weltbild der Astrologie mit vor dem Hintergrund seines Verständnisses von Analogie eben heute wieder zu begründen. Ja. Dann springen wir gleich eine Seite weiter. Sie sehen, wir machen das langsam. Auf Seite 91 im Kapitel Thomas Ring steht Grenzen der Astrologie. Er bezeichnet das Grenzen und Möglichkeiten der Astrologie. Was sind die Grenzen der Astrologie nach Thomas Ring? Also ich denke, dass diese Stelle bezieht sich darauf, auf vielleicht die Aussagegrenzen. Auf Aussagegrenzen. Und hier ist ja auch immer die Frage, das ist ja auch ein Thema, das also diskutiert worden ist, seitdem es Astrologie gibt. Wie genau können Aussagen gemacht werden? Können Prognosen wirklich exakt Aussagen machen über Ereignisse, die noch bevorstehen oder auch über Charaktere meinetwegen? Wie präzise kann man Aussagen treffen? Und das würde wiederum implizieren, dass es also auch jetzt philosophisch sozusagen, würde das einen Determinismus implizieren, der sich natürlich nicht verträgt mit dem, was wir heute unter freier Entscheidung und so weiter verstehen. Und was sind die Grenzen in der Astrologie nach Ring? Also die Grenzen sind dann eben die, dass wir exakte Aussagen treffen können über Ereignisse. Ja, das Symbolsystem der Astrologie kann Analogien feststellen, die wir nach Ring jedenfalls im Bereich der Charaktere, des menschlichen Charakters, der Veranlagung zu etwas festmachen können. Aber wir können nicht sagen, wie die Veranlagung sich auswirkt auf ein konkretes Ereignis. Okay, wer das genauer studieren will, der sei dann auf die Lektüre von Thomas Ring verwiesen. Auf Seite 92 geht es dann gleich weiter. Revidierte Astrologie nach Thomas Ring. Basis dafür ist ein modernes Menschenbild, das Thomas Ring wesentlich aus der Individualpsychologie Carl Gustav Jungs ableitet und durch sozialpsychologische Aspekte ergänzt. Drei Fragen. Was ist revidierte Astrologie als erste? Also revidierte Astrologie, so wie sie Thomas Ring versteht, ist ja eben diese moderne Anwendung der Astrologie, die sich verabschiedet von der Auffassung, man könne Aussagen treffen, die sich konkret auf Ereignisse beziehen. Also die Astrologin im Weißen Haus von Ronald Reagan hat dann also nicht Thomas Ring gekannt, denn die hat das ja gemacht. Möglicherweise hat sie den nicht gekannt, das weiß ich nicht. Er ist nicht ins Englische übersetzt worden. Ja, also ich meine, es gibt die Neigung, in einer vereinfachten Form der Astrologie eben genau konkrete Aussagen zu treffen und häufig trifft man dann auch. Ja. Ja, das hat damit zu tun, dass natürlich eine bestimmte Veranlagung, also wie mit einer Wetterprognose, die ich mache, also auch da ist der Spielraum relativ groß, aber wenn ich ungefähr die Tendenzen kenne, dann kann ich auch mal einen ordentlichen Treffer landen damit. Dann die zweite Frage.
ein modernes Menschenbild nach Thomas Ring, das er aus der Individualpsychologie Carl Gustav Jungs ableitet. Was ist die Individualpsychologie von Carl Gustav Jung in 18 Bänden, glaube ich? Ein bisschen frech die Frage, gebe ich zu. Ja. Kann man, wenn Sie es versuchen, so wie in der Überblicksvorlesung, was ist die Individualpsychologie nach Carl Gustav Jung, an die sich Ring hier anlehnt? Also die Psychologie, nicht nur Carl Gustav Jung, sondern auch die, die Sigmund Freud ja schon formuliert hat, geht ja davon aus, dass wir als Menschen, als Individuen einen Prozess durchmachen. Einen Prozess, der immer davon auch geprägt ist, dass wir Entscheidungen treffen können. Ja, Entscheidungen treffen können, die wir frei fassen, ja, frei formulieren. Und dass wir andererseits natürlich auch von Ereignissen geprägt sind, die auf uns einströmen von Kindheit an. Also Carl Gustav Jung nennt das dann eben auch Individuationsprozess, also ein Prozess, in dem wir uns als freie Persönlichkeiten entfalten im Rahmen dessen, was uns gegeben ist an Möglichkeiten. Ja, also es ist ein Zusammenspiel von Freiheit, von Urteilsfähigkeit und von Rücksicht auf Umstände, die wir nicht ändern können, die nun mal so passiert sind, meinetwegen in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart und Zukunft noch. Also das sozusagen, das als Voraussetzung, dieses Persönlichkeitsbild als Voraussetzung, das eben geprägt ist von der Möglichkeit zur Freiheit und von determinierenden Ereignissen. Da kann die Astrologie natürlich auch ihre Funktion haben. Ihre Rolle spielen. Sie haben in ihrer Vorlesungsreihe auch von den Religionsstiftern gesprochen und da spielte auch die Kategorie des Selbstes eine Rolle. Und irgendwie habe ich in Erinnerung, dass der Religionsstifter sein Selbst gewissermaßen vollständig integriert hat. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also ich wüsste nicht, dass ich das in der Vorlesung so formuliert habe. Möglicherweise habe ich es formuliert als C.G. Jungs Interpretation der Religionsstifter. Ja, genau, mein Fehler. Ja. Das so, Sie haben so C.G. Jung so dargestellt, dass nach C.G. Jung Religionsstifter diejenigen Menschen in der Geschichte der Menschheit sind, die individualpsychologisch gewissermaßen ihr Selbst vollständig sich erarbeitet haben. Ist das so die Jungsche Position? Das ist die Jungsche Position, ne? Das ist also die Integration ja, das Assimilieren aller Persönlichkeitsbestandteile des Schattens und so weiter. Und auch der Archetypen. Ja, wobei da die Vollständigkeit, ja, also wo ich mich dann immer frage, natürlich, was ist dann vollständig, wenn man also von der Definition Archetypus ausgeht, die Jung ja voraussetzt, dass es also Ideen Gottes sind, gewissermaßen, in Anführungszeichen Gottes. Ja. Wie viel kann man davon integrieren, ja, und wie viel bleibt dann eben nicht integriert. Aber zumindest C.G. Jung geht davon aus, dass es sozusagen eine Vollständigkeit der Persönlichkeit gibt, des Individuationsprozesses, den bisher nur wenige erreicht haben und die ihn erreicht haben, dann auch als besonders charismatische Persönlichkeiten, zum Teil eben dann als Religionsstifter auch in der Historie auftreten. Und Thomas Ring spricht ja dann davon, vom Messbild, der benutzt das Wort Horoskop ja eher weniger. Ist denn dann das, wenn wir jetzt auf der Hypothese von Jung bleiben, ist dann das Messbild ein Bild des Selbstes, zu dem man sich hinentwickeln soll? Oder ist das Horoskop, das Messbild, eine Momentaufnahme des Babys? Und wie kommt dann Selbst und Baby in eine Korrelation? Also als Messbild ist es zuerst einmal ein Bild, das ein Kräftesystem zeigt. Ja? Ein Kräftespiel, in dem verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, in dem sozusagen die Umwelt etwa beschrieben werden kann. Ja, ist zum Beispiel das Haus des Babys, die häusliche Umgebung, kann sie bedrückend sein oder kann sie befreien, kann sie förderlich sein oder wie auch immer. Da lässt sich einiges zumindest tendenziell eben nach Ring auch ablesen. Es zeigt auch Veranlagung, wo Stärken liegen. Es zeigt, also, wenn ein Mensch musikalisch veranlagt ist, oder es zeigt auch eventuell technische Veranlagung, mathematische Veranlagung oder wie auch immer. Und insofern ist das Messbild überhaupt erstmal ein Bild, das die
Persönlichkeit hinsichtlich also ihrer Fähigkeiten in Bezug meinetwegen auch auf berufliche Entwicklung oder auf weltliche Entwicklung, sagen wir mal, zielt und da auch Auskünfte geben kann. Also wie weit das schon ein Bild ist, das sozusagen den ganzen Komplex der Archetypen mit umfasst, das weiß ich nicht, das war ich so bisweilen. Ich glaube auch nicht, dass Thomas Ring das meinte. Aber es hätte ja sein können, dass C.G. Jung das gemeint hätte, wenn er sich also mehr Jung, mit er hat sich ja mit Astrologie beschäftigt. Da fällt mir ein, dass ja manche Astrologen, auch Detlefsen gehört dazu, Nikolaus Klein, ja vom Lehrplan des Lebens im Horoskop sprechen. Lehr- und Lernplan. Das scheint mir dann theoretisch schwierig zu werden. Es kann ja nicht beides sein. Entweder ist es eine Momentaufnahme, die Möglichkeiten zeigt, oder es ist ein Endziel. Es wird aber schwierig, wenn Sie aus dem gleichen Messbild den Startpunkt und den Endpunkt in eins legen wollen. Ja, das würde ich auch bezweifeln, dass das möglich ist. Also die Astrologie bietet ja verschiedene Techniken an, auch den Prozess sozusagen der im jungen Sinne jetzt Individualisierung nachzuzeichnen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das, was wir ja erstmal als Messbild haben, oder nach Thomas Ring als Messbild haben, zeigt den Zeitpunkt der Geburt. Ja? Also es zeigt die Chancen gewissermaßen, ja, die da sind. Dann gibt es in der Astrologie Techniken wie zum Beispiel die Progression, wo sich also das Kräftegefüge ja verschiebt. Ja? Und wo man dann meint, als Astrologe rauslesen zu können, dass die Kräftekonstellation im Laufe der Zeit eine etwas andere wird. Ja? Wohin entwickelt sich also ein Mensch? Ja, und bei Solaren ist das ja auch so. Bei Transiten ist es auch so. Genau. Wir lassen es mal offen an der Stelle. Interessante philosophische Grundfrage. Wir sind zurück in Ihrer Habilitationsschrift. Da gibt es das Wort für Ring. Ist dieser Glaube an Gestirnwirkungen, die Ereignisse vorausbestimmen und voraussagbar machen, Kennzeichen einer Vulgärastrologie? Vulgärastrologie, was meint er damit? Also ja, da müsste man Thomas Ring fragen, was meint er damit? Aber es ist, glaube ich, offensichtlich, was er meint. Er meint, dass man zu vereinfacht meint, Ereignisse festmachen zu können aufgrund von bestimmten Konstellationen. Und in der modernen Astrologie-Debatte, wie Leute wie Christoph Schubert-Weller nennen ja Vulgärastrologie auch diese TV-Sendungen bei Astro TV und diese Horoskope in den Tageszeitungen. Ja, also da wird natürlich, was Thomas Ring wohl auch meint, ist, dass eine ganze Menge weggekürzt wird. Also man bezieht sich dann oft nur auf den entweder Sonnenstand oder nur auf die Mondtransite und so weiter, die natürlich nur einen Teil, wenn auch manchmal ein wichtiger Teil, aber nur ein Teil des Horoskopbildes sind. Und da bedarf es dann schon differenzierterer Überlegungen, Beobachtungen. Nehmen wir noch ein weiteres Zitat auf Seite 93, wieder Thomas in dem Kapitel Thomas Ring. In direkter Anknüpfung an Carl Gustav Jung versteht auch Thomas Ring die Symbole der Astrologie, die seelische Grundgehalte umschreiben, als einen Reflex des menschlichen Bewusstseins, eingebettet in eine soziale und natürliche Umwelt. Von hier aus ist die astrologische Symbolik wesentlich eine Projektion menschlichen Erlebens an den Himmel. Also eine Vorstellung, die mit klassischen Astrologen nicht so ganz konform geht. Wieso nicht? Na, die alten Astrologen haben ja, glaube ich, schon von Wirkungen von oben oder zumindest von Analogien von oben nach unten gedacht und nicht von unten nach oben. Hier wird ja von unten nach oben gedacht. Ja, weil das ist natürlich ein Punkt, da kann man sich drüber streiten. Also ist in der Astrologie, auch in der Geschichte der Astrologie, ist es ja wahrscheinlich nicht so gewesen, dass Mars gesagt hat, was er für Kräfte was für eine Repräsentation von welchen Kräften er ist, ja, oder auch andere Planeten nicht, sondern das sind natürlich Bestimmungen, die Menschen vorgenommen haben. Sie haben Mars gesehen, sie haben gesehen, dass er rot ist, und sie haben auch mit der Farbe Rot natürlich etwas ganz Bestimmtes verbunden, nämlich eben Aktivität, Aggressivität und so weiter. Insofern ist das Projektion. Wie weit das aber, diese Projektion, aber ein so gewissermaßen Entdecken von im Kosmos wirkenden Kräften ist, das muss offen bleiben.
Wenn Sie an die Archetypenlehre, das kommt auch aus Ihrer Handelsschrift, wenn Sie an die Archetypenlehre von Carl Gustav Jung denken und an die astrologischen Kategorien, sind Archetypen eigentlich etwas Statisches, sind die gewissermaßen kollektiv vorhanden oder können die auch geschaffen werden? Ich nehme mal ein Beispiel, 1604 wird die Schrift Kymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz geschrieben. Veröffentlicht wird sie bis 1616. Dann gibt es einen riesen Hype um diese Rosenkreuzer-Schriften. Haben diese Leute im Tübinger Kreis in dieser Zeit, kurz vor dem 30-jährigen Krieg, haben die den Archetypus Rosenkreuz, der heute ja durchaus virulent ist, es gibt ja Gruppenorganisationen, Glaubenssysteme rosenkreuzerischer Art. Wie sehen Sie das, wenn Sie Astrologie und Jung so zusammentun, ist, kann man als Menschengruppe einen Archetyp erschaffen? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Und das war, ich weiß auch nicht, was Carl Gustav Jung dazu sagen würde. Den müsste man ja fragen. Das ist ja die eigentliche Adresse. Ob man die erschaffen kann. Also wenn es meinetwegen den Archetypus Mutter gibt, ist der von Menschen geschaffen? Das klingt ein bisschen absurd. Also wenn man mal auf C.G. Jungs Begründung gibt, warum er diesen Begriff Archetypus gewählt hat. Er hat ihn ja bewusst gewählt und er bezieht sich ja auch ganz bewusst auf Platon. Und Platon, der sozusagen den Archetypus als Ideen Gottes gewissermaßen bezeichnet. Also sind es Kräfte, die irgendwie im Kosmos da sind und wirken und deren sich Menschen bedienen können. Und das würde jetzt in C.G. Jungs Verständnis wahrscheinlich darauf hinauslaufen, zu sagen, also der Mensch ist in der Lage, Kräfte anzuzapfen, ja, die da sind und sie sozusagen zu gestalten, ja, zu bestimmten Gestalten, zu formen. Und das nennt er dann Archetypus. Ist die Kategorie Rosenkreuz in der Menschheitsgeschichte für Sie ein Archetypus? Rosenkreuz. Also die Kategorie, da hängen ja eine Menge Leute dran. Ja. Da gibt es die Rosenkreuzer Bewegungen unmittelbar nach Erscheinen der Schriften im 17. Jahrhundert. Da wurden ja Descartes fuhr nach Deutschland, um die Rosenkreuzer zu finden. Mhm. Alle möglichen Leute nannten sich Rosenkreuzer. Dann gab es einen riesen Schriftenaustausch, Pro und Contra. Dann war eine Weile Ruhe und dann kam 100 Jahre später, gab es dann die Golden Rosenkreuzer Organisation, ein bisschen freimaurerisch angelegt. Dann kamen die Theosophen und der Golden Dawn und die Rosikruzianer in England. Und dann gab es die Heindl-Bewegung und die Amor-Bewegung und die Lektor. Da hängen ja eine Menge Leute dran. Also Rosenkreuzer gibt es auf der Welt gar nicht mal wenige. Ja. Es ist keine Massenbewegung wie die katholische Kirche, aber es sind schon ein paar. Ja. Und es gibt einen Haufen Schriften aus dem 17. Jahrhundert, es gibt einen Haufen Schriften aus dem 18., 19. Jahrhundert und dann gibt es auch einen Haufen Schriften aus dem 20. Jahrhundert. Also der Begriff Rosenkreuzer ist ja im christlichen Kontext entstanden. Nicht umsonst. Das waren Tübinger Christen, ja. Eben, ne? Und von daher ist natürlich die Frage dann, also wenn man das jetzt wieder mit der jungen Archetypenlehre in Verbindung bringen will, also was ist dann sozusagen, was ist der Archetypus dieses christlichen Kontextes des Rosenkreuzes, des Kreuzes, ja, das ja auch eine ganz bestimmte Symbolik hat. Und das ist bei C.G. Jung ist es natürlich ein Archetypus, das Kreuz. Und ja. Goethe fragt ja, wer hat das Kreuz mit Rosen umrankt? In seinem Gedicht Geheimnisse, glaube ich. Klar, und insofern war jetzt nochmal die Frage. Was ist das für Sie, wenn Sie Jung jetzt als Arbeitshypothese für die Welterklärung nehmen würden? Also Sie würden die Archetypenlehre jetzt als grundsätzliche Weltverständnisebene nehmen. Könnte ja auch sein, dass er recht hat, weiß man ja nicht so genau. Und jetzt kommt so was Neues. Meine Frage geht zurück auf Ihre Antwort, dass das etwas Vorfindliches ist, was man dann nur benannt hat. Also nicht geschaffen. Sie hatten in Ihrer letzten Antwort gesagt, die Archetypen sind eigentlich da und die Menschen können sie anzapfen. Oder auch nicht. Ja, das wäre so, denke ich, das wäre C.G. Jungs Deutung. Ne? Und dann wäre das Rosenkreuz schon vorher da gewesen, aber die Menschen hätten es halt erst angezapft. Ja, was vorher da ist, das entzieht sich natürlich. Okay. Ne? Das weiß ich nicht. Also man müsste vielleicht da mal auf konkrete Dinge eingehen, wie das Symbol des Kreuzes selbst. Ja, was ist das Symbol des Kreuzes? Was heißt das? Ja, okay. Ja? Da gibt es natürlich platonische Bezüge. Also es gibt ja
Justin, der Märtyrer, der als erster, als einer der großen Apologeten des Christentums galt, der zuvor Platoniker war und der Platons Timaios mit der sozusagen der in dem die Weltseele als Kreuzbildung gewissermaßen vorformuliert worden ist, sieht er als Vorform gewissermaßen des christlichen Verständnisses des Kreuzes. Ja, also das wäre sozusagen das Weltenkreuz, das sozusagen die gesamte Welt trägt, die Weltseele, die in Kreuzform über der Welt gespannt ist. Man denkt sofort an die nordische Mythologie. Das hat mit der nordischen erstmal nichts zu tun, sondern mit Platon. Ne? Und Platon wäre dann sozusagen derjenige, der als erster formuliert hat, dass es so eine Grundkraft im Kosmos gibt, die sich in Kreuzform tatsächlich zeigt, ja, als Repräsentation zeigt. Aber Sie haben in der Religionswissenschaft Ihre E-Mail-Arbeitsgruppe, glaube ich, Yggdrasil genannt. Ich nicht. Aber Ihre Kollegen. Ja, mag sein. Ja, klar, natürlich. Okay. Also. Gehen wir mal noch ein bisschen in diese Richtung weiter. Zum Erklärungszusammenhang. Thomas Ring versucht ja dann, diesen Zusammenhang zwischen Gestirn und Mensch, den er letztlich für denkbar hält, dann irgendwie doch zu erklären mit einer Arbeitshypothese, indem er die Biologie und die Systemtheorie benutzen will. Glauben Sie, dass dieser Versuch, biologische und systemtheoretische Überlegungen zu nehmen, wirklich funktionieren? Oder ist nicht Ihr Ansatz, den Sie am Ende Ihrer Habilitationsschrift ja wählen, doch weiterführend? Wir kommen dann noch drauf, was Ihre Lösung ist. Also die Systemtheorie bezeichnet ja erstmal etwas, eine Methode, Dinge zu erklären, die eben als bestimmte Organisationsform auftreten. Mhm. Das kann in der Gesellschaft so sein, es kann auch in der Biologie so sein. Mhm. Insofern ist das also, ist die Astrologie, wenn sie denn ein System hat, und das ist ja offensichtlich so, eben ein geschlossenes System, das auch das Biologisches natürlich mit einbezieht. Denn sie bezieht sich ja sozusagen auf Aussagen, die Bios betreffen. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass die systemtheoretische Analyse der Astrologie auch erklären kann, warum sie funktioniert. Natürlich nicht. Also okay. die Systemtheorie beschreibt ja nur. Das ist ja. Dann gehen wir mal auf die Seite 96. Ich springe immer Bits and Pieces. Wie gesagt, soll ja die Zuschauer dann motivieren, das ganze Buch zu lesen. Wollen wir gucken, ob sie es machen. Demnach ist der Kosmos bzw. das Planetensystem durchzogen von Prinzipien, die Ring als lebendige Kräfte versteht. Und das war, das fiel mir bei Thomas Ring auch bei der Lektüre der Originalschriften von Ring immer auf. Das erinnert mich an das Orwell von Hahnemann, der von der Geistkraft spricht und es dann anschließend nicht erklärt. Mhm. Ist das bei Ring auch so, dass er zwar, dass er von lebendigen Kräften redet, aber es genauso wenig erklärt wie Hahnemann die Geistkraft? Ja, das ist sicher so. Die Schwierigkeit sicher für Thomas Ring bestand darin, einerseits von den klassischen Beschreibungen der Götter als Persönlichkeiten wegzukommen, also von der reinen Mythologie wegzukommen. Und dafür jetzt etwas zu finden, was aber eben diesen Wirkungszusammenhang, wenn er denn da ist, auch erklären, trotzdem erklären kann. Und da hat er sich dann eben auf solche eher religionsphilosophischen Begriffe zurückgezogen und gemeint, das sind dann Kräfte des organischen Seins. Ja, wie soll man sonst Leben erklären? Also irgendwelche Kräfte gibt es, aber wir können diese Kräfte nicht so empirisch und rational erklären, präsentieren, wie wir das vielleicht mit unserer natürlichen Umwelt machen können. Und damit hat er natürlich einen eleganten Ausweg gefunden, denn weder die Medizin noch die Chemie noch die Physik noch die Biologie können Leben erklären. Ja, ja. Okay, dann geht es hier gleich weiter. Thomas Rings Erklärung weckt Assoziationen an magische Weltbilder. Und dann etwas weiter unten, nicht zuletzt kommen Rings Ganzheitskräfte der Vorstellung einer Anima Mundi, einer Weltseele nahe, die von Plato und Plotin über das christliche Mittelalter, Sie zitieren dann Augustinus, Nikolaus von Kues bis zu Johannes Kepler und den deutschen Idealisten Friedrich Wilhelm Schelling reichen. Ist aus Ihrer Studie, also aus dieser Habilitationsschrift, kann man da Ihre Grundtendenz ableiten, dass Sie das für sehr plausibel halten, dass wahrscheinlich Ring bei Schelling geklaut hat und es nicht gesagt hat? Also ich würde das nicht als Klauen bezeichnen, wenn einer eine Idee
von jemand anderem entnimmt, also die ganze, das gesamte Wissensgebiet, nicht nur die Wissenschaften, sondern überhaupt alles, was wir unter Wissensbestand rechnen können, baut ja auf Vorgängern auf. Also aber wenn Sie in einer universitären Arbeit etwas übernehmen, ohne die Quelle offenzulegen, dann kriegen Sie ja ohne die Quelle. Das ist vielleicht ein schwieriger Punkt, aber ich weiß nicht, ob Thomas Ring. Also es liegt nahe, dass Thomas Ring hier Schelling sehr gut gekannt hat, das mal, und zweitens mal auch, dass er vielleicht da ja die Anregung hatte, diesen Begriff Anima Mundi in die Ganzheitskräfte auch einzuführen. Ja. Aber das hat eben eine so lange Tradition, dass ich da nicht sagen würde, dass er etwas geklaut hätte. Sie meinen, wenn man Schelling rezipiert, dann darf man ihn unterschlagen als Quelle des eigenen Denkens. Das ist für Sie akzeptabel. Also ich müsste noch mal genauer recherchieren, was jetzt Thomas Ring mit Schelling hatte, ob er ihn irgendwo angeführt hat. Ich glaube, vielleicht kannte er ihn nicht, dann wäre es so eine zufällige Verbindung. Literaturentwicklung. Ring war ja Künstler, darf man nicht vergessen. Lassen wir es mal so stehen, aber wie ist Ihre Auffassung zu Schelling und der Weltseele? Ist das der Erklärungszusammenhang, der für die Astrologie am weiterführendsten sein dürfte? Scheint mir so, ja. Okay. Scheint mir so. Das ist ja. Also würden Sie sagen, ich unterbreche Sie mal, würden Sie es für richtig halten zu sagen, wer Schelling nicht kennt, ist kein Astrologen? Ach, das ist doch Quatsch. Ja. Natürlich. Wer die Astrologie erklären will ohne Schelling, der ist auf dem Holzweg. Wäre das dann die richtige? Nein, das wäre natürlich auch nicht richtig, denn diesen Begriff der Ganzheitskräfte, der sehr eine starke natürlich Beziehung zur Anima Mundi hat, das ist ein uralter Terminus, der lange schon vorkommt, der also bei Plotin schon eine Rolle spielt und weitergetragen worden ist, der bei Kepler eine große Rolle spielt. Ja, dass man einfach davon ausgegangen ist, dass das Leben auf der Erde lässt sich nicht anders erklären, als mit einer seelischen Kraft, die in allem wirkt, derer wir empirisch so nicht habhaft werden können. Ja? Okay. Also es gibt so eine Art Weltseele, die alles trägt und alles stützt. Und das ist eine religiöse Weltanschauung. Und meines Erachtens wird die Astrologie, solange sie sich auf Analogie bezieht, ohne diesen Begriff der Weltseele auch nicht auskommen. Okay, wir springen dann weiter in unseren Bits and Pieces auf Seite 98. Da analysieren Sie, ich zitiere, wenn also Merkmale eines religiösen Naturverständnisses zum astrologischen Weltbild Thomas Rings gehören, haben wir ja gerade gemacht mit der Anima Mundi, ergibt sich die Frage, worauf sich dann die wissenschaftliche Erklärbarkeit der Astrologie bezieht, die Thomas Ring gerade in Abgrenzung zu religiösen und okkulten Erklärungen reklamiert. Ich verstehe diese Analyse von Ihnen in Ihrer Habilitation so, dass Sie im Prinzip Thomas Ring sagen würden, wenn er noch leben würde, mein lieber Freund, lass uns das mal ein bisschen genauer angucken. Du hast hier, glaube ich, Schelling im Bild, ohne ihn mögen zu wollen. Kann man das so? Das weiß ich nicht, ob er ihn nicht mochte. Er will ja wissenschaftlicher sein. Genau, Schelling ist ein Repräsentant des deutschen Idealismus und einer ganz bestimmten auch sehr stark idealistisch gefärbten Philosophie im 19. Jahrhundert. Die Frage, die mir hier dann wichtig war, ist einfach, wenn Thomas Ring Wissenschaftlichkeit beansprucht für die Astrologie, was ist dann Wissenschaft? Ja, also wie weit setzt er dann den Rahmen, was Wissenschaft ist und was nicht Wissenschaft ist? Also wie will er das sozusagen definieren, wenn er hier Voraussetzungen hat, die mit bisherigen wissenschaftlichen Mitteln eigentlich nicht besonders prüfbar sind? Sie haben ja dieser Frage der Wissenschaftlichkeit ganze Kapitel gewidmet in der Habilitation. Das würde uns dann wirklich zu weit führen. Das ist vor allem dieses Wissenschaftsverständnis im vierten Kapitel, haben Sie, glaube ich, das mit Herrn North war das, glaube ich, ausgemacht. Ja, ja. Darauf will ich aber auch nicht in unserem Interview nicht eingehen, weil ich Herrn North auch nicht leiden kann. Das kann jeder selber machen. Das hat nichts mit leiden können. Ja. Ich muss ja auch nicht habilitiert werden. Ich nehme mal auf Seite 101 aus Ihrer Arbeit. Astrologie ist somit wesentlich eine differenzierte Kombinationslehre von symbolisierten Kräftebeziehungen,
die die jeweiligen angeborenen Anlagestrukturen aufzeigen. Das wäre jetzt wieder zurückkommend auf unser früheres Thema, angeborene Aufzeigen. Und dann würden Sie jetzt ergänzen wollen, wie Sie es vorhin gemacht haben, das Angeborene entwickelt sich und die Astrologie ist auch in der Lage, die weitere Entwicklung durch ihre Techniken alt oder neu einzufangen. Zu begleiten, ja. Ich würde sagen, zu begleiten, ja. Okay. Dann gehen wir mal gerade weiter, was ich hier noch mir rausgesucht habe. Und dann auf Seite 103. Insofern ist Thomas Rings Plädoyer für eine revidierte Astrologie im Kontext einer Neuformulierung mythischer Überlieferungen nicht einmalig. Heißt nochmal, das kann ich gebe Ihnen das zum Gucken da. Also das ist, was Thomas Ring mit dieser modernen Astrologie anstrebt, ist der Einleitungssatz. Und dann kommen Sie im Schluss dieses Absatzes dazu, dass das Plädoyer für eine revidierte Astrologie im Kontext einer Neuformulierung mythischer Überlieferungen nicht einmalig. Also es muss schon vorher Bestrebungen gegeben haben, Mythos und Astrologie neu zu formulieren, damit es verdaulicher wird. Ja. Da hätte ich jetzt mal eine Frage an Sie. Mir ist bei der Lektüre astrologischer Bücher aufgefallen, das hat ja schon Kepler gemacht. Ja, eben. Und das machen immer wieder Leute. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, Ring steht auf dem Podest in der deutschen Astrologie, das ist gewissermaßen der, der die revidierte Astrologie, ich sage jetzt mal, erfunden hat, nicht so ganz wahr, wie Sie gerade geschrieben haben an dieser Textstelle. Dann haben wir Kepler, der steht auch auf einem ziemlichen Podest bei den Naturwissenschaftlern sowieso, bei den Astronomen. Wenn man den völlig untauglichen Versuch machen wollte, sich jetzt mal die Personen ein bisschen näher ranzuziehen und sich klarzumachen, das waren Menschen. Die können auch irren. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, sowohl Kepler als auch Ring waren sehr schnell bei der Hand, astrologische Techniken zu verwerfen, weil diese konkreten Techniken nicht so ganz zu ihrer Philosophie passten. Wie ist denn Ihr Eindruck? Ist Kepler und haben die eventuell zum Teil das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, indem sie manches einfach gestrichen haben, was eigentlich nötig wäre, um es zu behalten? Also da muss man Kepler sehen, wie er sich selbst positioniert hat. Und er hat ja eine Schrift verfasst, die heißt Tatius Intermediens. Ja, also er ist der dritte unter zwei verschiedenen, also unter gegensätzlichen Positionen. Also, und die eine Position war eben die, die Astrologie ganz zu verwerfen, und die andere Position war die, die Astrologie für jedes Ereignis gewissermaßen brauchbar machen zu können. Und beides fand er übertrieben, und in beiden Fällen meinte er, dass hier das Kind mit dem Bade ausgekippt wird. Er stellte sich dazwischen und meinte, also da muss man dann schon mal genauer gucken, wo ist sie anwendbar und wo ist sie nicht anwendbar. Aber er hat natürlich ganz Prognosen abgelehnt, definitiv. Hat er abgelehnt, hat sie trotzdem gemacht. Ja, also also das Wallenstein-Horoskop zeigt das ja ziemlich deutlich, dass er sich da schon zu Prognosen eigentlich in seinem Sinne verstiegen hat. Ja. Aber gemacht hat er das trotzdem. Aber er hat sicher auch die Gefahren gesehen, vor allen Dingen, die solche Prognosen implizieren. Jemanden festzulegen auf ein Ereignis, das ihm bevorsteht, das ist schon, ist schon eine harte Sache. Dann als letztes aus diesem Thomas Ring Kapitel. Thomas Rings Rückgriff auf Schellings Einheit der Prinzipien als Grundform einer Weltseele, die den Kosmos und die Natur zu einem lebendigen, ganzen Organismus zusammenbindet, legt deutlich ein metaphysisches Verständnis von Natur zugrunde. Da habe ich jetzt eine Frage, die in die Gegenwart ein bisschen springt. Thomas Ring lebt ja nicht mehr. Sie waren ja Teilnehmer an unserem Astrologischen Forschungstag in Hannover am 8. Dezember, an ihrem Geburtstag 2007. Und dort wurde ja diskutiert, die Doktorarbeit von Dr. Peter Niehenke, kritische Astrologie. Niehenke beruft sich ja nun sehr stark in seinen Ausbildungszusammenhängen auf Thomas Ring. Der hätte, glaube ich, Probleme mit Metaphysik zusammengebunden mit Thomas Ring. Ja, das mag sein, dass er da Probleme hat. Bloß wenn man die Sie sehen es aber auch so, dass er damit Probleme hat. Also ich glaube, Sie kennen ja seine Arbeit. Die ging in eine andere Richtung. Die ging ja darum, also ihm ging es ja wesentlich darum,
die Prüfbarkeit der Astrologie, die statistische Prüfbarkeit der Astrologie kritisch zu beleuchten. Und das hat aber nichts damit zu tun, ob diese Astrologie, wenn sie denn überhaupt in irgendeiner Weise machbar ist, also wenn brauchbar ist, ob sie dann auch sozusagen einen metaphysischen oder man könnte auch jetzt vielleicht eher passender sagen, pansophischen Hintergrund hat, so wie das ja Thomas Ring im ersten Band seiner Menschenkunde ja erklärt mit den Ganzheitskräften, mit den Kräften des organischen Seins. Die er dann aber nicht wirklich erklärt. Die er nicht weiter erklärt. So wie Hahnemann eben die Geistkraft stehen lässt. Er setzt es, das ist ein Axiom eigentlich. Das ist ein Axiom, ohne dass es offensichtlich nicht geht, wenn man solche Wirkungszusammenhänge erklären möchte. Okay. Wir springen jetzt ganz nach weiter hinten. Da machen wir ein bisschen Wissenschaftstheorie aus Ihrer Arbeit. Und zwar im Kontext Feierabend, den ich sehr schätze. Es sind die nicht materialistischen Voraussetzungen dieser Disziplinen, die im Sinne Feierabends zu ihrer Ächtung führen. Was die Astrologie betrifft, sind es die metaphysischen Prinzipien des organischen Seins, da kommt dann wieder Thomas Ring, die Wirklichkeit der Seele, von Claude Weiss angesprochen, erst recht jede religiöse Annahme von einer Weltseele oder Gestirngöttern, die den Zugang zu den heute materialistisch definierten Wissenschaften versperren. Sie setzen sich auch in Ihrer Arbeit ein bisschen damit auseinander, wie Wissenschaft eigentlich vernünftig definiert werden kann und wie sie abgegrenzt werden kann. Und meine Frage zu Feierabend an Sie, würden Sie Feierabend folgen, dass die Machtinhaber im Wissenschaftsbetrieb zu viel Macht haben, um Dinge ausgrenzen zu können? Würde ich nicht so scharf formulieren. Ich würde sagen, es gibt einen Konsens, was Wissenschaft ist und was nicht. Also wir haben heute weitgehend einen Konsens in der wissenschaftstheoretischen Diskussion. Also wenn man da überhaupt von Konsens sprechen kann, dann gibt es ja unheimlich viele Richtungen auch, die einerseits das Empirische, andererseits die rationale Begründbarkeit sozusagen als die Maximen setzen, die für Wissenschaft gelten. Und die Frage ist natürlich immer, was ist empirisch prüfbar und wie weit kann Rationalität reichen. Ja? Es gibt ja durchaus Wissenschaftstheoretiker wie Heuning-Mühne, die eigentlich das Systematisieren selbst als Wissenschaft schon bezeichnen. Dagegen ist dann eingewendet worden, wenn das so ist, dass also nur Systembildung ausreicht, um etwas als wissenschaftliche Methode auch zu klassifizieren. Dann wurde ihm ja auch erwidert, müssten auch Gottesbeweise beispielsweise Wissenschaft sein. Und das ist dann doch, so hat das also ein Kritiker auch formuliert, aber das ist doch dann Konsens, dass das keine Wissenschaft sei. Wieso ist das dann Konsens? Also da gibt es so verschiedene Ansätze auch. Aber generell gilt sicher heute, dass also sowohl Rationalisierbarkeit als auch empirische Prüfungen dazu gehören, um etwas als wissenschaftlich belegt zu bezeichnen. Und dann haben Sie in Ihrer eigenen Arbeit sich selbst widerlegt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, weil Sie nämlich darauf hingewiesen haben, zu Recht darauf hingewiesen haben, dass die Psychoanalyse von Sigmund Freud eigentlich heute als unwissenschaftlich anerkannt wird oder behauptet wird, sie sei unwissenschaftlich. Von Popper ist das so behauptet worden, ja. Ist es nicht auch in der Universität heute so, dass sie als genauso kritisch gesehen wird? Also es ist nur Popper. Popper hat sich... Aber Popper ist nur wiederum der Überfahrt auch so ein Standbild auf dem Sockel. Ja, der hat aber zum Beispiel auch die Geschichtswissenschaft sozusagen gewissenschaften als nichtwissenschaftliche Behauptung abgelehnt. Ja, aber das Rationalitätsargument, was Sie verwenden, das ist doch zentral Popper, oder? Es ist ja nicht nur Popper, sondern Rationalität bezieht überhaupt alles, was rational prüfbar ist. Das heißt also mit logischen Mitteln plausibel gemacht werden kann. Ist die Psychoanalyse plausibel machbar mit solchen Kategorien? Da habe ich mich weder mit beschäftigt, noch würde ich da jetzt so eine klare Auskunft geben, ob das Wissenschaft ist oder nicht. Oder Geschichtswissenschaft, ist das dann... Also Moment, das kann man nicht alles durcheinander bringen. Also der Popper bezieht sich ja wesentlich darauf, dass... Also er hat ja nun ein ganz bestimmtes Verständnis von wissenschaftlicher Prüfbarkeit, Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit. Und in dieses Muster von wissenschaftlicher Prüfbarkeit fällt dann eben nicht mehr die Psychologie, seiner Meinung nach, und es fällt auch nicht die
die Wissenschaft sozusagen historische Ereignisse so festnageln zu können, dass sie wissenschaftlich erscheinen, weil, aber da hatte er wohl auch die Marxistin, den historischen Materialismus von Marx auch im Hintergrund, im Hinterkopf, der ja auch einen ganz besonderen Anspruch erhebt, Wissenschaft zu sein. Also für unsere Zuschauer, wer sich dafür interessiert, es gibt von Professor Wallach ein Lehrbuch Wissenschaftstheorie in der Psychologie, da kann man dann das vertiefen, was Dr. Schöner gerade sagte. Ich will jetzt mal in die unwissenschaftliche Seite Ihrer Arbeit einsteigen. Und zwar hat mich fasziniert die Debatte Sternbilder und Tierkreiszeichen. Ja. Und wir brauchen nicht zu diskutieren, dass die Astronomen dummes Zeug erzählen, wenn sie die Astrologie kennzeichnen. An der Stelle, das kann man in ihrer Arbeit sehr schön nachlesen. Aber mich hat fasziniert die leeren Felder. Der Tierkreiszeichen. Ja. Da gibt es ja, ich versuche mal, ob ich das finde, da gibt es ja, in dem dritten Kapitel ist es, glaube ich, da gibt es ja ihre Analyse, Tierkreiszeichen, wie sind die entstanden? Es hat nichts mit Sternbildern zu tun, es sind leere Felder, die wirkmächtig sind. Und die sind unterteilt in Dekane und dann gehen sie auch noch auf die Einzelgrade ein. Das ist nicht so bekannt in der Astrologenszene, dass das einen philosophischen, religiösen Hintergrund hat. Wie erklären Sie sich denn die Wirkmächtigkeiten von leeren Feldern, von Dekanfeldern und von Einzelgradfeldern? Also wie werden sie in der Astrologie erklärt? Ja, genau. Ja, ich will sie gar nicht in die Enge treiben. Wie werden sie in der Astrologie? Das ist ja ein Phänomen, das seit der Antike auch bekannt ist. Also der Irrtum, der häufig an die Astrologie herangetragen wird, ist der, dass die Astrologie sie nicht wesentlich auf Sternbilder bezieht, ja, auf Gruppen von Fixsternen, die dann sozusagen irgendeine Wirkung erzeugen sollen, sondern auf die Einteilung der scheinbaren Sonnenbahnen, gemessen an den Äquinoktien und Solstitien, also Frühlings- und Herbstpunkt und dann eben Sommer- und Wintersonnenwende jeweils. Ja, und diese scheinbare Bahn ist Grundlage dafür, den Kreis, den 360-Grad-Kreis nochmal einzuteilen in 12 Sektoren und dann auch mal in weitere Untersektoren. Ja, und da erhebt sich dann die Frage, was ist dann sozusagen wenn die Astrologie jetzt unterstellt, dass da also jeder Sektor eine ganz bestimmte Wirkmächtigkeit, eine Qualität hat, wie kommt diese Qualität zustande? Ja, das hat man in der ägyptischen Mythologie mit der Sonnenbahn, die ihre Spur hinterlässt, und so weiter erklärt. Wenn man davon ausgeht, dass es diese Kräfte tatsächlich gibt, muss man sehen, dass dieser Raum leer ist. Ja, es ist ein nicht mit Sternen besetzter Raum, ja, interstellarer Raum. Und was ist dann sozusagen die Qualität, die hier für die Astrologie dann tatsächlich maßgebend ist? Und wenn Sie wissen wollen, wie die Antworten auf diese Fragen sind, kaufen Sie sich das Buch von Herrn Dr. Schöner. Ich weiß, gibt es ja Kindle, glaube ich. Man kann das auch preiswert kaufen. Dann sind wir für den ersten Teil am Ende angekommen. Wir werden jetzt im zweiten Teil nach einer kurzen Kaffeepause zu ergründen versuchen, wie Dr. Schöner, der heute schon etwas über 60 ist, glaube ich, als er jung war, hat er sich, glaube ich, noch nicht als Habilitant mit Astrologie in der europäischen Religionsgeschichte gesehen. Darauf wollen wir dann im nächsten Block eingehen. Zunächst herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf gleich.